Wir kommen zur vierten Anfrage des Abgeordneten Matthias Strolz. Herr Bundeskanzler, jährlich verlieren 13.000 Menschen in Österreich, so sagt die Statistik, ihr Leben aufgrund der Spätfolgen von Nikotinkonsum. Das ist die Statistik. Es sind aber vor allem, es sind Väter, es sind Mütter, es sind Töchter, Söhne, Großmütter, Großväter, die hier teils einen schwierigen Tod sterben. Jetzt kann man sagen, das ist der Preis der Freiheit, aber für 1.000 nicht, weil ca. 1.000 sterben durch Passivrauchen. Und jetzt kommen Sie ins Spiel. Wir haben jetzt gesehen, dass innerhalb von 2,5 Wochen circa fast 500.000 Menschen in Österreich unterschrieben haben für eine rauchfreie Gastronomie. Diese Entscheidung könnte Menschenleben retten. Söhne, Töchter, Mütter, Väter, Großväter, Großmütter. Und jetzt ist die Frage, Sie haben sich im Regierungsprogramm für die Stärkung der direkten Demokratie entschieden. Es sagt hier der Vizekanzler Strache, er wäre für eine Volksabstimmung, aber er kann nicht wegen Ihnen. Sie sagen, Sie sind für eine Volksabstimmung, Sie können aber nicht wegen Strache. Ich meine, ist es Ihnen nicht möglich, über den persönlichen Schatten zu springen und sich für das Leben zu entscheiden? Also ich glaube, ich habe die Frage schon beantwortet, als die Frau Abgeordnete Randy Wagner eine ähnliche Frage gestellt hat. Aber ich kann gern noch einmal die Möglichkeit wahrnehmen. Wir haben einen Koalitionsvertrag, zu dem beide Seiten stehen. Und wir haben ein Volksbegehren, das derzeit Unterstützungserklärungen sammelt. Und ich habe einen starken Respekt vor allen Menschen, die sich beteiligen, die an... Ich habe eine. Ich erteile Ihnen einen Verordnungsruf, Herr Abgeordneter. Und ich bitte Sie, endlich ausreden zu lassen, um die Würde des Hauses auch in dieser sehr intensiven Fragestunde zu wahren. Herr Abgeordneter, die Fragen sind von den Abgeordneten frei zu wählen und von den Regierungsmitgliedern frei zu beantworten. Aber fürs Protokoll müssen Sie sagen, welchem Abgeordneten Sie einen Ordnungsruf geben. Ich glaube, wir sind in dieser Fragestunde vorab übereingekommen, die Fragen zu formulieren. Und an diesen Fragenformulierungen ist die Antwort erfolgt. Und ich bitte jetzt, den Redner ausreden zu lassen. Wenn Sie erlauben, dann darf ich vielleicht fortsetzen mit der Beantwortung. Ich bin der festen Überzeugung. Ich unterbreche die Sitzung und bitte die Präsidiale zu mir. So wie gestern, auch heute gleich zu Beginn des Sitzungstages eine Sitzungsunterbrechung durch Nationalratspräsident Sobotka. Die Clubchefs wurden zu ihm zitiert. Ausgelöst hat die Unterbrechung eine Reihe von Zwischenrufen während den Ausführungen von Kanzler Kurz aus den Reihen der SPÖ. Thank you.
die gestrige Sitzungsunterbrechung und Kurzstehung der Präsidiale, also der Klubobleute der Parteien, blieb meines Wissens folgenlos. Man hat sich sozusagen ausgeredet bzw. ins Gewissen geredet und ist dann zurück in die Bänke gegangen und die Sitzung wurde fortgeführt. Ich nehme an, genauso wird es auch heute sein. Der kleine Kreis, der sich da in der Mitte bildet, das ist die Präsidiale, also das sind Nationalratspräsident Sobotka, zweite Präsidentin Bures, dritte Präsidentin Kitzmüller und die Clubchefs der Fraktionen. Böginger, Schieder in Vertretung für Clubobmann Christian Kern bei der SPÖ, Peter Kolber, Liste Pilz. Matthias Strolz, NEOS und Rosenkranz, FPÖ. Der Kanzler steht am Rande und erledigt Mails oder E-Mails oder SMS. Diese jetzt unterbrochene Fragestunde mit Bundeskanzler Sebastian Kurz wird ungefähr noch eine Stunde dauern. Im Anschluss daran, nach der Fragestunde, geht es dann in die eigentliche Tagesordnung. Und da geht es gleich weiter, möglicherweise mit dem Thema Rauchen. Auf dem Programm Tagesordnungspunkt 1 steht nämlich der Sammelbericht des Ausschusses für Petitionen und Bürgerinitiativen. Ich gehe davon aus, dass das Don't Smoke Rauch Unterstützungsbegehren auch dort ausgiebig zu Wort kommen wird. So, der Präsident drängt und geht wieder auf seinen Vorsitz. Die Sitzung wird weitergeführt. Ich setze die Fragestunde fort und am Wort ist der Herr Bundeskanzler. Gut, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich freue mich, dass wir fortsetzen können und darf Ihre Frage Matthias Strolz beantworten. Betone nochmal, dass ich tiefen Respekt vor allen Menschen habe, die sich
engagieren, die sich politisch einbringen. Das war immer so und das wird immer so sein. Und insofern sehe ich das grundsätzlich auch positiv, wenn sich Menschen bei Volksbegehren einbringen, ganz egal in welche Richtung. Die Bundesregierung hat einen Koalitionsvertrag abgeschlossen. Das ist genauso legitim und das wird derzeit auch so umgesetzt. Das bedeutet, es wird die derzeitige Regelung verlängert. Somit besteht Rechtssicherheit, aber selbstverständlich warten wir das Volksbegehren ab und werden es dann im Parlament, aber auch in der Regierung behandeln. Zusatzfrage vom Abgeordneten Stolz. Herr Bundeskanzler, für viele mag der Tod durch Nikotinkonsum der Preis persönlicher Freiheit sein. Aber noch einmal, für 1000 Menschen in Österreich circa pro Jahr nicht. Und ich frage Sie, ist Ihnen bewusst, dass täglich 2 bis 3 Menschen in Österreich, täglich 2 bis 3 Österreicherinnen, Österreicher an den Folgen von Passivrauch sterben? Und sind Sie tatsächlich bereit, in diesem Bewusstsein Machttaktik vor Menschenleben zu stellen? Noch einmal, Herr Abgeordneter, ich glaube, ich habe die Frage zwar beantwortet, aber ich bin der festen Überzeugung, dass es richtig ist und gut ist, für die Gesundheit nicht zu rauchen. Das ist der Grund, warum ich selbst auch Nichtraucher bin. Und ja, wir hatten sehr lange eine Regelung in Österreich, die wir jetzt so verlängern, wie sie bis jetzt auch vorgesehen war. Und parallel dazu läuft gerade ein Volksbegehren und dieses Ergebnis warten wir ab.